Gut, wir haben noch einen ganz kleinen Beitrag. Jens, kommst du nochmal rauf? Vorgesehen, das geht jetzt in wenigen Minuten. Und zwar der ein oder andere, der seit Jahr und Tag diese Veranstaltung besucht, wird sich erinnern, wir hatten früher einen Sarkom-Konferenzpreis, der mit Unterstützung der Firma PharmaMa ausgelobt wurde, im Großen und Ganzen als retrospektive Anerkennung einer entsprechenden Publikationsleistung. Jetzt sind zwei Dinge passiert. Erstens ließ sich das aus verschiedenen Gründen so nicht weiterführen. Und zum Zweiten hat ein Patient eine größere Spende gemacht mit dem expliziten Wunsch, dass das jetzt nicht irgendwie unspezifisch abdiffundiert, sondern dass man damit irgendwas Erkennbares macht, ohne dass er jetzt namentlich genannt werden möchte, wie wir das aus USA ja kennen, da haben alle diese Preise einen entsprechenden Namen. Das ist also hier nicht gewünscht, aber das war Anlass für uns zu überlegen, können wir hier was Neues auflegen. Die Spende belief sich auf 50.000 Euro. Wir haben das dann überlegt und im Vorstand beschlossen, wir legen aus dem Stiftungsvermögen nochmal 50.000 drauf, haben dann eine Summe von 100.000 und wollen diese Summe von 100.000 für ein Forschungsprojekt über 5 Jahre ist gleich 20.000 Euro pro Jahr ausloben. Die genauen Ausschreibmodalitäten und Bewerbungsmodalitäten, wer kann sich bewerben, womit bewirbt man sich, werden wir bis Frühjahr nächsten Jahres dann bekannt geben. Im Kontext des Deutschen Krebskongresses ist dann auch die Bekanntgabe und dann auch die Einreichungsfrist. Nur so viel vorneweg, es geht um prospektive Dinge. Also nicht, dass einer sagt, ja, ich habe da in den letzten 3 Jahren irgendwie was gemacht und wenn ihr das toll findet, dann würde ich das Geld gern einsammeln, sondern es geht um prospektive Dinge, dass ein Einzelner, eine Gruppe, kann auch eine Kooperation, sagt, ja, wir hätten da eine Idee und wenn ihr uns da unterstützt, glauben wir, können wir das besser voranbringen. Das heißt, die Auswahlkriterien werden dann natürlich auch sein, ist das was Vielversprechendes, ist das interessant, bringt uns das als Sarkom-Community weiter und ist es auch realistisch, wenn jetzt einer sagt, ja, ich würde gerne eine Studie machen, die kostet zwar 1 Million, aber wenn ich eure 100.000 kriege, da bin ich schon mal 10% unterwegs und man dann weiß, ohne die anderen 90% wird es nichts, dann ist das jetzt nicht ein Projekt, was man vorrangig fördern würde. Also es muss schon irgendwie erkennbar Sinn machen, aber wie gesagt, Details sind jetzt nicht, sind noch gar nicht entschieden, die werden wir im Kuratorium dann noch festlegen, aber es ist schon mal eine Ankündigung, also da wird was kommen und den werden wir dann nächstes Jahr im Frühjahr offiziell praktisch ausloben und bekannt geben, wie man genau sich darum bewirbt, werden natürlich auch offenlegen, wie die Entscheidung fällt, die wird also nicht per Los oder nicht nachvollziehbar, sondern es wird ganz klar dann auch bekannt gegeben, welches Gremium auf welchem Wege dann zu einer Entscheidung kommt. Das ist ja ganz wichtig, dass hier dann nicht ein falscher Eindruck entsteht, warum kriegt denn der und nicht ich oder jener, sondern das wird natürlich dann offengelegt. Also das als Vorabankündigung wollten wir die Gelegenheit nützen. Also können sich alle schon mal Überlegungen machen, ob das vielleicht dann was sein könnte. Alle vielleicht etwas eingeschränkt, Zielfokus wird eher so die jüngeren Mitglieder der Sarkom-Community sein. Über die Definition jünger sind wir uns noch nicht so ganz einig. Das könnte alles unter 70 sein. Es könnte alles unter 50 oder alles unter 35 sein. Nee, Spaß beiseite. Also jünger ist noch nicht klar definiert, aber soll schon auch ein Anschub für, sagen wir mal, zukünftige Sarkom-Experten sein, die hier sich dann bewerben können. Gut, so viel dazu. Du darfst klatschen. Ja, dann muss ich selbstkritisch sagen, wir sind ein bisschen im Verzug, 10 Minuten, erscheint mir aber angesichts der Fülle der heutigen Themen gerade noch akzeptabel.
darf hiermit den sehr langen Tag für die Mehrheit, nicht alle der Anwesenden, dann beschließen. War aus meiner Sicht ein extrem spannender, erfolgreicher Tag. Wir hatten sehr, sehr gute, lebhafte Diskussionen. Das wäre alles virtuell alleine so nicht gegangen. Bin also sehr froh, dass wir das so gestalten konnten. Bedanke mich bei allen Rednern, Diskutanten. Vielleicht an der Stelle auch mal noch ein Gruß ins Off. Alle, die uns, wie hieß es immer früher in der Tagesschau, wo auch immer sie uns zugeschaut haben. Ja. Also vielen Dank auch den virtuell Beigeschalteten. Morgen geht's weiter. Wann müssen wir morgen ran? Schon wieder 8.30 Uhr. Da frage ich mich immer, wer das festgelegt hat. Gut, heute Abend noch, Markus, gibt's noch Housekeeping Notes? Wie ist die Abendgestaltung? Ja. Also heute Abend. Ja, das betrifft natürlich die Online-Kollegen nicht. Die dürfen leider nicht teilnehmen. Die dürfen leider online teilnehmen. Genau. Das ist also überhaupt ein neuer Trend, das Online-Dinner. Genau. Online-Dining. Genau. Ja? Genau. Wir verschicken dann ein Rezept und jeder kocht nach dem Rezept dann. Das können wir machen. Ich habe aber in der Tat kürzlich im Kontext eines Kongresses, zu dem ich eingeladen war als Referent, die Einladung bekommen zu einem virtuellen Online-Wein-Tasting. Ich habe das abgesagt aus terminlichen Gründen, insofern weiß ich nicht genau, wie es funktioniert hätte, aber bitte? Man kriegt den geschickt und probiert ihn dann öffentlich. Ja, gut. Okay. Gut, also wie gesagt, heute Abend für die Vorangemeldeten haben wir ja dann das Dinner, Konferenzdinner Emilia, 20 Uhr, alles sonst, glaube ich. Und das Kuratorium bleibt ja jetzt noch ganz kurz genau zusammen. Kuratoriumssitzung ist jetzt noch und allen, die heute Abend dabei sind, die Auflage Voranmeldung ergibt sich aus der Situation, auch vom Hotel, vom Restaurant, es war nicht unsere Idee, aber mussten wir so einhalten. Also wer angemeldet ist, freut